Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin die Philia und wir spielen weiter Mass Effect. Und wir sind jetzt endlich wieder zusammen und können hier uns mal weiter umgucken. Hier der Raum scheint clear zu sein, zumindest laut meinem Radar. Und hier sind sehr interessante Dinge. Ich habe keine Ahnung, was das alles ist. Und die Musik ist sehr mysteriös angehaucht, kann man so sagen. Wir nehmen uns nochmal ein Medigel. Und gucken uns hier in dem Raum noch ein bisschen um, ob es hier irgendwelche Dinge gibt, die wir looten können. Oder irgendwas, was wir untersuchen können. Guck mal, was ist das denn? Weiß ich auch nicht. Kann man da drauf sitzen? Sind das Stühle oder Schreibtische? Ich habe keine Ahnung. Ja, was haben wir sonst hier noch Schönes? Keine Schränke, die wir looten können. Einfach nur ein paar, ich sag mal, Barrieren und Wände, damit das hier ein bisschen schwieriger ist, die ganzen Husks kaputt zu machen. Langweilig. Okay, wir gehen mal weiter. Gehe ich jetzt mal von aus, ne, dass jetzt da weitergeht. Okay. Ah, da müssen wir offensichtlich hin. Ich mach das mal so. Steht da irgendwas? Da ist Zielort. Da ist Zielort. Okay. Okay, hier haben wir keinen. Ich finde das echt hübsch hier mit dem Glas, was so ein bisschen am Rand so ein bisschen dreckig aussieht. Und hier dann dahinter so dieser rote Stein. Sehr, sehr, sehr cool gemacht. So, haben wir hier Gegner? Nein. Also da müssen wir hin. Deswegen gehen... Oh Gott. Orientierung verloren. Deswegen gehen wir da hin. Dahin. Wow. Doch so viel los hier. Okay. Ich würde sagen, hier müssen wir vielleicht gleich hin oder so. Weil hier ist ja gar nichts. Dann gehen wir doch mal zum Zielort. Ist das hier die VI, wo wir hin müssen? Da kommt doch bestimmt noch irgendwas. Ein koloniales Pionierteam besteht selten aus mehr als ein paar Dutzend Spezialisten. Es ist klar, dass niemand von ihnen überlebt hat. Die Cerberus-Gruppe wird sich hierfür erklären müssen. Aha. Oh, was habe ich gemacht? Okay. Was heißt das jetzt im Klartext? Ich habe keine Ahnung. Wir looten erstmal alles. Alles nehmen. So, ich will noch mal ganz kurz gucken. Genau, VI außer Kontrolle. Geben Sie sich in das Sonnensystem des lokalen Clusters. Kümmern Sie sich um die außer Kontrolle geratene VI des Erdenmondes. Ich bin gar nicht so sicher, ob wir hier überhaupt sind, wo wir wohin wollten. Vielleicht ist das das hier. Noda Crooks befindet sich im Woodstock-System des Maroon. Okay, das ist wieder was anderes. Ach, keine Ahnung. Okay. Ich komme ehrlich gesagt mit der ganzen... Mit den ganzen... hier ist doch immer noch das Ausrufezeichen. Technik-Kit. Alles nehmen. Muss da jetzt irgendjemand einen Doktor für machen, dass er das benutzen kann? Können wir die Leute hier anreden? Hier rumzustehen bringt gar nichts. Der Meinung bin ich auch. Gehen Sie vor. Ja, aber hier ist doch... Ich muss doch hier noch irgendwas machen. Okay, das war vorhin zu. Jetzt habe ich es aufgemacht. Wir können ja mal zurückgehen und gucken... Bin mir ehrlich gesagt, jetzt überhaupt nicht. Habe ich jetzt das. Bin ich jetzt hier fertig? Ist das das jetzt gewesen? Weil theoretisch ist ja immer noch dieser Ort hier. Tagebuch öffnen. Nein. Kann ich hier. Wenn ich das da anklicke. Karte ziehen. Ach so, okay. Ich möchte aber gerne. Kann mir das einer erklären? Da ist doch irgendwas Plottiges. Aber muss man da mit einer gewissen Person sein oder so? Oder muss ich da ein gewisses Tech-Level haben? Ach, man kann es kaputt machen? Nee. Kann man? Es sieht so aus, als könnte man es kaputt machen, aber ich glaube nicht. Nicht? So. Stirb, du blödes Terminal! Erklär mir dein Problem hier. Ich weiß es echt nicht. Ist hier hinter irgendwas? Kann ich da... Ach, ich kann ja gar nicht...
Kann ich da durch? Nee, kann ich nicht. Okay, ich habe keine Ahnung, was hier los ist. Wir gehen mal wieder raus. Vielleicht warten da Feinde auf uns oder so. Ich habe es jetzt mal aufgemacht, weil es war ja, soweit ich mich erinnern kann, zu gewesen. Hier ist auch keiner. Dieser Raum, der ist so leer. Das ist so komisch. Ach, keine Ahnung. Wir gehen jetzt hier raus. Oh! Oh, warte mal. Nee, ich dachte schon, da wäre eine Tür aufgegangen. Ich habe nichts gesagt. Okay, ich bin ehrlich gesagt sehr irritiert und ich habe keine Ahnung, was wir jetzt hier gemacht haben und was das soll und so. Es war offensichtlich, also würde ich jetzt mal sagen, nicht dieser VI-Auftrag. Und irgendwie warten jetzt ja auch keine Gegner auf uns. Ich weiß echt nicht. Ich bin echt ein wenig irritiert. Hier ist auch niemand. Kann mir das einer erklären? Ich habe keine Ahnung. Gut. Ja. Ich habe ehrlich gesagt dann auch keine Lust, auf die Anomalie zurückzufahren, weil da muss ich wieder den Berg hoch und das ist doof. Es ist aber sehr hübsch hier. Guck mal, was ist das denn? Ist das vielleicht ein abgestürztes G-Traumschiff? Kann das vielleicht sein? Und dann sind die Husks hier entstanden, weil die Geht, oder vielleicht nur ein Geht, die angegriffen hat und aus den Husks gemacht hat. Weil Geht sind ja hier offensichtlich nicht. Wir gehen zurück zu Normandie. Und ja, das war jetzt irgendwie nicht besonders befriedigend. Wir gucken mal, was es sonst noch so gibt. Wir hatten ja jetzt hier diese VI, die außer Kontrolle geraten ist. Wo war die denn? In des lokalen Clusters kümmern sie sich um die außer Kontrolle geratenen VI des Erdenmondes. In das Sonnensystem des lokalen Clusters. Das heißt, in das Sonnensystem von diesem Cluster hier. Aber welches Sonnensystem? Ich verstehe es nicht. Wenn wir nochmal rausgehen. Hier wird ja keins lokales Cluster heißen. Wir haben hier nur drei... Upala! Nee, das wollte ich nicht. So. Ja. Okay, wir haben hier nur drei andere Dinger. Des lokalen Sonnensystems. Kann man hier vielleicht noch Monde irgendwie anpeilen oder so? Gibt es ja irgendwie... Kann ich hier sagen, ich möchte gerne auf den Mond davon? Nee, ne? Weil wir sollen ja auf einen Mond. Aber ein Mond ist doch was, was um einen Planeten herum fliegt. Das haben wir ja hier gar nicht. Ich verstehe es nicht. Gucken wir nochmal. So, wir gucken jetzt nochmal. Rückseite des Erdenmondes. Von der Erde? Müssen wir zur Erde? Wo ist denn die Erde? Warte, da, wir können die Erde bereisen? Sonnensystem des lokalen Clusters. Gibt es vielleicht ein Cluster, was wirklich lokales Cluster heißt? Komm, wir gucken jetzt das mal. Ich will das jetzt wissen. Doch, wir sind ja in der Milchstraße, ne? Ist das vielleicht hier irgendwo? Tatsache, es gibt das lokale Cluster. Und lass mich raten, hier gibt es echt die Erde. Soll. Ja, nee, da möchte ich gar nicht hinreisen. Aber da ist die Erde. Denke ich. Okay, ich habe es verstanden, glaube ich. Also da müssen wir hin, wegen der VI. Und da sind wir jetzt einfach so gewesen. Aber, ne, wir hatten ja noch... Warte, wie war der Auftrag? Haben wir den noch? Oder haben wir den jetzt gemacht? Guck mal hier, die Kolonie der Toten. Ach, war das das? Das war das. Guck mal. Ach, Philia. Okay. Die Log-Einträge zeigen, dass ein Mitglied der Cerberus-Organisation vor kurzem die Kolonie besucht hat. Offensichtlich hat diese Person irgendetwas mit der Infektion und der Verwandlung der Kolonisten zu tun.
warum hat das, warum wurde das nicht direkt gesagt? Warum war das so ganz komisch da geschrieben? Ja, das habe ich zum Beispiel jetzt nicht gewusst. Dann hat sich das also erklärt. Das heißt, wir haben diesen Auftrag abgeschlossen, müssten theoretisch, haben wir jetzt hier, weiß ich nicht, müssen wir jetzt, haben wir hier einen neuen Auftrag, dass wir dieses Severus-Gedönsrad da, keine Ahnung. Guck mal, hier hatten wir doch auch noch was, was in diesem Maroon-See-Cluster ist. Und zwar Noda-Krux. Befindet sich im Vostok-System. Finden Sie heraus, was dort geschehen ist. Das machen wir doch. Das ist doch quasi um die Ecke. Wir arbeiten jetzt einfach mal so ein paar Nebensachen ab, bis wir so ein Feeling dafür gekriegt haben. Also bis ich so ein Feeling dafür gekriegt habe. Weil dann geht das wahrscheinlich einfacher. Guck mal, wir haben hier Vostok. Da müssen wir doch hin. Und wenn ich irgendwann ein Feeling dafür habe, wie das hier so funktioniert, ich bin ja immer noch, also ich bin jetzt zwar bei Folge 1.376.468, aber immer noch voll der Noob. So, wir fangen mal außen an. Parteiton. Was können wir denn da entdecken? Oh. Matriarch-Inschriften. Matriarchenschriften gefunden. Ich habe keine Ahnung. Beim Scannen des Planeten Parteiton haben sie ein fremdartiges, unbemanntes Raumschiff im Orbit des Planeten gefunden. Tali hat es an Bord gebracht und untersucht. Es war ein sehr altes Asari-Modell. Im Schiff fand sie einige sehr alte Artefakte, darunter auch eine der Schriften der Matriarchen Dilinaga. Ja, ich glaube, das gehört zu so einem Sammelquest, ne? Okay, nächstes. Alko. Da können wir nichts machen. Dabei sah der gar nicht so kaputt aus. Okay, dann als nächstes haben wir den hier. Noda-Krux, das ist ja der, wo wir hin müssen. Deswegen gucken wir uns noch Klomathu an. Oder Klomathu. Und da gibt's nichts zu sehen. Okay. Dann würde ich sagen, reisen wir wirklich nach Noda-Krux. Offenbar gibt es auf dem Planeten unter uns einen aktiven Notsender, Commander. Keine Nachricht, nur ein Ortungssignal. Ja, dann gucken wir mal, was dieses Notsignal auszusagen hat. Vielleicht ist da wieder ein Riesenwurm, der uns angreift. Wir nehmen nochmal die beiden hier mit. Annehmen. Und dann schauen wir mal. Oh, guck mal, da gibt's Wolken. Also gibt's offensichtlich eine Atmosphäre. Das ist ja schon mal was. Aber Pflanzen und so gibt es auf den Planeten offensichtlich nicht. Okay, da haben wir schon was Feindartiges. Wissenschaftliche Einrichtung und Anomalie. Warte mal. Guck mal, da ist doch irgendwas Böses. Wenn wir in die Richtung fahren, wo kommen wir denn da hin? In die Richtung? Da ist ja gar nichts, theoretisch. Okay, komm, wir gehen mal dahin. Da sind irgendwelche feindigen Sachen. Ich bin jetzt neugierig. Doch, da ist irgendwas. Was ist denn da? Wo fahren wir denn da hin? Wir fahren da... Ach so, vielleicht gibt es dann, gibt ja immer so, ich sag mal, Vorkommen von irgendwas. Okay, wo ist hier der Feind? Okay, warte, ich kann ja mal anzoomen. Vielleicht sehe ich hier irgendwo was. Vielleicht auf der anderen Seite des... Berges, also irgendwo da oben. Ah, guck mal hier. Die sehen voll pixelig aus, wenn man so nah ranzoomt. Okay, aber hier sehe ich keine Feinde. Nee, okay, wir müssen wahrscheinlich über den Berg drüber. Ich habe auch ein bisschen Angst, dass da irgendwie Feinde auf uns warten, die böse sind. Also die Feinde auf uns warten, die böse sind. Die besonders böse sind, sodass wir besonders Aua haben. Vielleicht kommen wir hier hoch. Es hat ja schon mal geklappt, dass wir so einen steilen Berg hochgekommen sind. Mit Geduld und Spucke, sag ich. Und? Oh, oh. Torianischer Creeper. Oh nein. Oh nein, oh nein, oh nein. Sag bloß, hier ist auch nochmal ein Torianer. Scheiße. Okay, die machen wir erstmal alle. Das heißt, wir haben hier wieder einen Torianer. Das ist doch... Scheißendreck ist das. Ich möchte gerne da hoch, aber da komme ich nicht hoch. Okay. Oh, wie nervig. Können wir da rein? Ich weiß es nicht. Vielleicht sollten wir erstmal von weitem diese Torianer wegmachen. Torianer, nicht Torianer. Nicht zu verwechseln.
Na komm schon. So. Habe ich sie alle weggemacht oder sind da noch welche? Ach, da sind noch welche. Oh, guck mal, wie süß. Die kommen an. Scheiße. Komm schon hier den Berg hoch. Die lebt doch noch. Bäm! So. Weggenatzt. Ach, scheiße. Ich will nicht, dass hier Torianer rumfliegen. Ich habe gedacht... Oh, guck mal, wir können hier gar nicht atmen. Dabei sieht das so erdennah aus. Okay. Fertigkeit zu gering. Na, beste Voraussetzungen. So. Oh Gott. Ach, Mist. So. Ich komme immer noch nicht so ganz klar, dass ich komme hier nicht rüber. Über quasi die untere Hälfte hinweg. Deswegen muss ich jetzt hoffen, dass wir immer nur hier unten, also von unten quasi hacken können. Okay, hier sieht es schon wieder aus, als wäre ein Schiff gestrandet. Oder man hat einfach unser Schiff kaputt, dieses Schiff kaputt gemacht. Oh Gott, nee, das, ja egal. Wir gehen jetzt mal da unten hin, gucken mal, ob wir da unten reinkommen. Die Frage ist, die Torianischen Creeper, nee, wie hießen die? Sie ist Keeper, Creeper. Q muss ich drücken. Die sind... Na, boah, ich komme hier nicht rein, ne? Ist die Frage, ob die hier hier gelandet sind und schon im Auftrag eines Torianers oder ob der Torianer hier auf diesem Planeten ist. Okay, da scheine ich nicht reinzukommen. Vielleicht auf der anderen Seite. Kurz gucken. Nicht, dass ich hier was verpasse. Nee, ne? Und da oben ist auch nichts. Oder? Oh Gott. Nee, wahrscheinlich muss ich da wirklich dann zu dieser Einrichtung hier hin. Würde ich jetzt mal spontan behaupten. So. Ach, komm, rein mit dir. Ich möchte... Ach so, das ist Rex. Ja, in den kann ich leider nicht reinsteigen. Nicht, dass ich das vorhätte. So, Auto. Okay, warte, wir müssen in die Richtung. Habe ich das jetzt richtig markiert? Habe ich. Okay, dann in die Richtung. Und dann gucken wir mal. Vielleicht ist das irgendwie, Ach Gott, ich will nicht auf einen Torianer hier treffen. Die sind scheiße. Okay, ich glaube, da können wir am besten lang. Also irgendwie sind die Planeten doch recht... langweilig. Ich hätte gerne ein paar mehr Bäume oder sowas. Und ein bisschen irgendwie, weiß ich nicht, Tierwelt oder sowas. Bis auf so Affen, die man für eine Quest braucht. Ah, da hinten kann ich, glaube ich, hoch. Sehr gut. Ich würde auch gerne schneller mit diesem Mako hier fahren. Oder Marco oder wie auch immer diese Teile heißen. Aber wenn ich Gas gebe und hier auf Shift drücke, dann zoome ich nur ran. Ist auch doof, dass man je nach Steuerdingens, was man hier hat, andere Hotkeys hat. Das ist echt blöd. Weil wenn ich jetzt mit Philia unterwegs bin, also sprich mit den, also zu Fuß, ach, da hinten wäre ein Vorkommen, ach, egal. Wenn ich also zu Fuß unterwegs wäre, dann würde ich ja mit Shift laufen. Und hier zoome ich. Uppala, nee, ich wollte doch gar nicht aussteigen. So. Ich glaube, hier geht's lang. Es sieht auf jeden Fall irgendwie befahrbar aus, auf eine ganz komische Art und Weise. Und dann bin ich mal gespannt, ob da auch torianische Creeper sind. Da sind auf jeden Fall Feinde. Okay, da muss ich, glaube ich, hoch, ne? Dann versuchen wir mal unser Glück hier. Ist das hinter dem Berg oder hier unten? Nee, hinter dem Berg wahrscheinlich, ne? Komm schon. Oder hier in der Senke. Nee, hinter dem Berg. Fuck, ich glaube, da kommen wir aber nicht hoch. Doch, vielleicht da. Hm. Können die nicht einfach hier Wege hinbauen, so Straßen? Ach, guck mal. Oh nein. Natürlich sind es Creeper. Stirb! So, alle weg? Alle weg. Okay, dann fahren wir noch ein Stück näher. Okay. Hier haben wir schon wieder so komische Dinger, die da rausstechen.
So, und es sieht irgendwie genauso aus. Ach, die sind wahrscheinlich alle genau gleich aufgebaut. Sind das eigentlich Menschensachen hier? Weil irgendwie sieht. Ach, guck mal, das sieht genauso aus wie das, wo wir vorhin waren. Hier ist alles still. Hier ist eine Pflanze. Bist du ein Turianer? Nein, wahrscheinlich nicht. Ein Baby-Turianer. Oh Gott. Oh Gott. Das sieht nicht gut aus. Okay. Ich dachte, Turianer wären so megamäßig selten, ja? Naja. Und hier, das sind seine Sporen. Seine Saat des Bösen fliegt hier rum. Ah! Komm, wir ziehen schon mal die Waffe. Ihr kommt mit. Okay, ihr kommt mit. Oh nein. Na komm. Da haben wir welche. Oh, Stufenanstieg. Yay. Wie schieße ich denn noch mal eine Granate? Nö. Hallo, bitte deine Waffe ziehen. Ah, so. Okay, R muss ich drücken. Bäm! So geht das. Komm, wir werfen noch eine. Okay. Das sollte ich öfter machen. Jetzt habe ich aber ganz viele. Geht's dir gut? Okay, ich glaube, das ist nur so eine biotische Fähigkeit von dem. Und es macht komische Geräusche. Okay, was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Wir sollten öfter mal Granaten benutzen, aber wir haben ja nur eine begrenzte Anzahl. Das habe ich ja auch herausgefunden. Und ich weiß nicht, wo man an Granaten kommt. Ob man die kaufen muss oder ob man die hier auch irgendwie hin und wieder findet. Da habe ich ehrlich gesagt noch nicht so drauf geachtet. Medipacks findet man ja hier öfter mal. Wie benutze ich die nochmal? Mit F, ne? Ich habe keine Ahnung. Ich will gerade mal hier so ein bisschen rumgucken, ob es irgendwas gibt. Natürlich gibt es nichts. Dann gehen wir hier weiter. Warte, hier ging es doch weiter, ne? Ja. Gut. So, wo ist denn hier der liebe Torianer? Können wir den, müssen wir den jetzt auch wieder in so einem epischen Kampf umbringen? Wir gehen erstmal in die Richtung. Jemand da? Lebst du? Nein. Oh, okay, hier sind Spinde, die wir mal dechiffrieren. Komm, da habe ich. Oh, so. Alles nehmen. Also, wenn wir nachher wieder an Bord sind. Ach, sind das hier so Schlafkammern oder sowas? Sieht sehr interessant aus. Aber ob das menschlich ist, ich habe keine Ahnung. Hier irgendwas? Nein, okay. Wenn wir nachher wieder am Schiff sind, werde ich erstmal die Leute wieder ausrüsten und die verbessern. Falls wir denn was Besseres gefunden haben, man weiß es ja nicht. So. Retter? Gott sei Dank. Sehen Sie? Ich habe doch gesagt, dass jemand wegen des Signals kommen würde. Mein Name ist Dr. Ross. Ich bin hier die leitende Forscherin von Exogen. Oh Gott, Exogen. Wir sitzen seit Tagen hier fest und langsam geht uns das Essen und Wasser aus. Sie kommen gerade rechtzeitig. Können wir wieder gehen? Diese Frisuren übrigens, diese Kurzhaarfrisuren, die sind irgendwie modern, ne? Die haben jetzt schon mehrere gehabt. Okay, was ist hier geschehen? Ich muss wissen, was hier los ist. Warum wimmelt es hier von turianischen Creepern? Woher wissen Sie über den Turianer? Ich habe ihn getötet. Ich weiß, was Exogeni vorhat. Ich habe gesehen, was dieser Turianer den Kolonisten angetan hat und ich habe ihn vernichtet. Dann ist unser Geheimnis nun keins mehr. Ich muss nicht lügen, da Sie das Schlimmste bereits wissen. Die Creeper hier wurden mit Hilfe veränderter Proben von den Exemplaren auf Pharos geschaffen. Wir fanden einen Weg, sie in fügsame, gehorsame Diener zu verwandeln. Bis vor einigen Tagen war alles in Ordnung. Dann drehten plötzlich alle Creeper durch. Nur wenige von uns haben es bis in diesen Raum geschafft. Am liebsten würde ich ja das sagen, aber wir sind natürlich gut, ne? Sind die vielleicht durchgedreht, weil wir den Turianer, also quasi den Daddy, umgebracht haben? Das würde mich mal interessieren. Wir untersuchen erstmal hier. Okay. Was hat das denn hier mit dem Notsignal zu tun? Warum ist das allgemein? Warum haben Sie keine Nachricht geschickt und um Hilfe gebeten? Wir hatten nichts als dieses Signal vom Notsender. Dies ist eine geschlossene Kommunikationsbasis. Exogeni war besorgt, dass ein am Projekt beteiligter Geheimnisse an einen Konkurrenten verkaufen oder uns den Behörden melden könnte.
Wir können nicht direkt mit der Außenwelt kommunizieren. Wir haben nur den Notsender. Er schickt ein allgemeines Notsignal zur Exogeny-Anlage auf Ferros. Sie sollen uns dann innerhalb von 24 Stunden ein Team schicken. Aber offenbar haben sie jetzt ganz andere Probleme. Da war Krieg quasi. Aber das erklärt natürlich einiges. Und Exogeny, da habe ich aber echt ganz schwere Bauchschmerzen, wenn ich den Namen höre. Okay, gibt es weitere Überlebende? Könnten in der Basis noch weitere Leute am Leben sein? Das bezweifle ich. Da draußen sind zu viele Creeper. Sie hätten keine Chance. Wir sind die Einzigen, die noch übrig sind. Okay. Warum sind die Creeper durchgedreht? Haben Sie da eine Theorie zu? Wissen Sie, warum sie sich gegen sie gewandt haben? Vielleicht gab es immer noch eine Verbindung zwischen den Creepern und dem Torianer auf Ferros. Vermutlich. Der Torianer war anders als jede Lebensform, die wir je studiert hatten. Ich kann nicht erklären, wie es geschah, aber als er starb, haben es wohl einige der Creeper hier gespürt. Das heißt, letzten Endes, also jetzt mal ohne, dass wir uns ein schlechtes Gewissen jetzt einreden, sind wir ja daran schuld, dass hier Leute gestorben sind. Okay, ja, das war's dann. Weitere Überlebende, das war irgendwie vorhin, war das andere Reihenfolge, aber haben wir ja alles gefragt. Ich habe keine weiteren Fragen. Ich habe alles Nötige gehört. Hören Sie, ich weiß, dass das, was wir hier getan haben, falsch ist. Ich gebe es zu. Aber es ist jetzt vorbei. Es macht keinen Sinn mehr, es den Behörden zu melden, oder? Hier haben viele Leute ihr Leben verloren. Sie hatten bei diesem Projekt das Sagen. Die Sicherheit ihrer Leute war ihre Verantwortung. Sie haben ihnen vertraut und sie haben dieses Vertrauen verraten. Seien Sie vernünftig. Ich wollte nicht, dass so etwas passiert. Und wem nützt es, wenn ich jetzt ins Gefängnis komme? Normalerweise würde sich Exogeny um mich kümmern, aber sie haben offenbar genug damit zu tun, die Sache auf Ferros gerade zu bügeln. Und zu vertuschen. Aber ich habe Geld. Ein Notgroschen, den ich angespart habe. Er gehört Ihnen, wenn Sie uns gehen lassen. Ich sollte sie auf der Stelle töten. Nein, das kann ich nicht tun. Ich bin zu gut. Ich möchte gerne Vorbildlichkeitspunkte sammeln und das steht mir dafür im Weg. Die Opfer hier haben Gerechtigkeit verdient. Ich muss sie festnehmen. Das wird nicht passieren. Feuer eröffnen! Oh, Leute. Feuer eröffnen! Das war so klar. Los, los, los! Das war so klar. Hä? Die zweitklassigen Söldner von Exogeny hatten keine Chance gegen die gut ausgebildeten Marines der Allianz. Nachdem der letzte Wissenschaftler tot ist, gibt es keinen Grund mehr, sich hier aufzuhalten. Danke, so eine Mitteilung hätte ich vorhin gerne gehabt, um zu wissen, ach, ich habe den Quest erledigt. Dann kann ich ja jetzt gehen. Okay, kann ich hier noch ein bisschen irgendwie ein paar Sachen klauen oder geheime Unterlagen von Exogeny finden? Zurzeit verfügen sie über 136 Gegenstände. Sie erreichen bald das Maximum. Ah, gut, ich wusste nicht, dass wir ein Maximalvolumen, Tragevolumen haben. Jetzt wissen wir das. Medigale, yay. Und hier haben wir noch ein Technik-Kit. Jaja. Ich habe jetzt vor, zur Basis zurückzugehen und dann werden wir da ein bisschen aufräumen. So. Warte. Oh, was ist das denn? Das habe ich aber übersehen. Cool. Noch mehr Loot. Alles nehmen. Okay, wir können nur noch 10 Sachen nehmen. Kamen wir von hier? Sind wir überhaupt richtig? Irgendwie nicht, oder? Alter, habe ich hier... Wo habe ich denn meine Augen gehabt? Ich hätte das mal alles hier gut looten können. So. Alles nehmen. Und ich glaube, jetzt haben wir echt nicht mehr viel. Ach, wir kriegen auch XP, wenn wir hier Sachen... looten. Das ist ja noch cooler. So, ich mache mich jetzt nochmal auf den Weg zur Normandy zurück. Und dann werde ich offscreen ein wenig die Leute wieder ausstaffieren. Und dann würde ich sagen, gehen wir nochmal auf irgendeine Nebenmission. Jetzt habe ich es, glaube ich, langsam kapiert. Yay! So, aber ich bin ganz froh, dass hier kein Torianer ist, sondern nur die Creeper. Ich hatte schon ein wenig Angst. Weil es wurde ja die ganze Zeit immer gesagt, dass das ja so ein einmaliges Vieh ist. Aber wenn jetzt hier quasi auf dem nächstbesten Planeten schon wieder so einer gewesen wäre, dann hätte ich den Glauben an die Menschheit verloren. Oder überhaupt an das Universum. So, N war Normandy, ne? Ja, sehr gut. So... Und damit verabschiede ich mich. Ich gehe mal hier... Warte mal, wo war denn... Hier war der Aufzug, ne?
Nein, hier war nicht der Aufzug. Ich verlaufe mich immer noch. Ich muss hier aber hin. So, hier. Ich dachte, du wärst ein Roboter. Du hast nur so ein komische, weiß ich nicht, Google Glasses auf. Wir müssen ja ganz nach unten, weil da sind ja die Spinde von unseren Leuten. Und dort können wir die nämlich ausstaffieren. Und dann kann ich mal gucken, ob ich vielleicht die restlichen Sachen dann unserem Typen da verkaufe oder irgendwie das in Universalgel umwandle. Muss ich nochmal... Ich muss erstmal gucken, was wir da überhaupt alles angesammelt haben. Aber, ja. Also wenn da irgendwas Dolles bei ist, werde ich das in der nächsten Folge erzählen, aber... Ich weiß nicht, ich finde das auch immer langweilig anzugucken, wenn andere Leute da irgendwie stundenlang ihre Charaktere ausstaffieren und irgendwelche Waffen vergleichen und so. Das ist langweilig. Deswegen mache ich es offscreen. Wir sehen uns. Ciao!